Stadtsteichers wird soeben war, umgeben von Weihnachtsmännern und sogar Rudi, das rotnäsige Rentier, hat zu uns gefunden. Der Grund, warum ich hier stehe, ist die Babi Natale. Und für meine nicht italienisch sprechenden Zuseher, und da werden es einige sein, könnt ihr mir erklären, was sind die Babi Natale? Die Babi Natale sind die italienischen Weihnachtsmänner. In der Mehrzahl natürlich. In der Mehrzahl Babo ist der Einzelne und wir sind ja mehrere, deswegen gibt es die Babi Natale auch in Österreich, dank Thomas Zizka seit 2015. Wir sind Vespa-Fahrer, haben uns das von den italienischen Freunden Vespisti abgeschaut und machen sozusagen den österreichischen Run. Den österreichischen Weg quasi. Genau. Und ist eine sensationelle Sache, hat gigantisch ausgeschaut, wie da 30 bis 40 Vespas an meiner Kamera vorbeigezischt sind. Natürlich unter Einhaltung des Geschwindigkeitslimits. Natürlich. Und ihr macht das ja nicht nur zum Spaß. Nein, Spaß ist die Hauptsache dabei. Beim Vespa-Fahren, aber ob es jetzt im Sommer oder im Winter ist, auch einen Zweck. Wir machen es für meine Charity, das nennt sich Vespisti Against Cancer. Die gibt es seit 2012. Wir sammeln Geld für krebskranke Kinder. Ja, ein Jahr aus. Und einmal im Jahr werden dann Kinder oder Institutionen beschenkt mit dem Geld. Und der Thomas hat, wie gesagt, 2015 die Idee gehabt, dass man eben auch in der kälteren Zeit die Vespa mal rausholen kann und sich verkleiden kann und auch fahren mit einem guten Zweck im Hintergrund. Also ich finde das, um mit Andi Goldberger zu sprechen, unserem Flügeljamin Adler, ich finde das super. Dankeschön. Darf ich den Rudi auf die rote Nase küssen? Ja, natürlich. Dankeschön. Ja, und das ist dann im Kreise der Vespa-Fahrer eine echt weihnachtliche BMW.